Tina Teubner ist bei mir, Kabarettistin, Autorin, Sängerin, Musikerin. Und dabei hat sie ihre neue Doppel-CD. Wenn du mich verlässt, komme ich mit. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch schön. In deiner letzten Mail vor diesem Interview hast du geschrieben, die CD liegt in einem Postfach. Wehe, wenn du sie nicht gehört hast, bevor ich zum Interview komme. Was würdest du denn jetzt machen, wenn ich jetzt als erstes mal sagen würde, nee, ich hatte leider keine Zeit? Dann würde ich sagen, typisch Journalist. Nein, Quatsch, weiß ich, keine Ahnung. Dann würde ich, dann wäre ich gespannt auf deine Fragen. Also ich, keine Ahnung. Passiert das dir oft, dass die Gastgeber von Interviews völlig unvorbereitet sind? Nein, das passiert natürlich nicht. Nein, weil doch Gott sei Dank die meisten Menschen, die in diesem Gewerbe arbeiten, ihren Job irgendwie doch mit Spaß machen. Mhm. Also ja, kein, ja, nee, weiß ich nicht. Nee, habe ich noch nicht, hatte ich noch nicht das Gefühl. Oder sie haben sehr gut getürkt. Also bevor ich die CD überhaupt in den CD-Spieler legen konnte, musste ich sie erstmal auspacken. Ne? Ich mache es ein bisschen spannend jetzt. Ja, ist ja unfassbar spannend. Und aufklappen. Ja. Und noch bevor ich dann die CD hier rausbekommen habe, das geht bei dieser tatsächlich jetzt gut, aber am Anfang ein bisschen schwer. Das ist richtig schön, wie du das so visualisierst, das Gespräch. Also, das ist das, ja, ganz toll. Das ist so spannend gerade für den Radiohörer, dass man es gar nicht glauben kann. Dann sehe ich, bevor ich die CD herausnesteln Schafe. Ja, Schafe. Und wenn man hier aufblättert, dann auch noch Esel. Ja. Ich habe noch keinen Ton gehört in dem Moment. Ja, genau. Warum Schafe, Esel? Das sind ja wirklich gute Fragen. Bilder, die die Welt nicht braucht. Also, wir haben die, es ist tatsächlich eine Doppel-CD und ich habe das Booklet mit dem gestaltet, was ich schön finde. Und wir verbringen ja viel Zeit an der Nordsee, in dieser Weite, wo es so viel Himmel gibt. Und das war, glaube ich, diese Leere, in der ich auch das Gefühl habe, da entsteht oft was. Und ganz offen gestanden, ich habe die Kinder mitentscheiden lassen. Und dieser Esel, der da im Booklet ist, der ist süß. Gestorben. Und da haben die Kinder gesagt, nein, da muss dieser Esel drauf. Also kam der Esel drauf. Der ist jetzt aber, muss man sagen, der ist nur ganz, ganz winzig. Ja. Aber das sind so kleine assoziative Sachen. Und ich finde, das ist jetzt farblich sehr schön geworden. Aber jetzt führen wir wirklich einen Radiohörer. Jetzt wird's gemein langsam. Ja, ich habe ja auch eine CD noch immer nicht reingeworfen. Sie lag erstmal da, bevor ich Zeit hatte, sie zu hören. Und habe mir dann erstmal Gedanken über den Titel gemacht. Ja. Ich denke selbst ja auch. Ach, du denkst auch? Ah, ja. Das ist erstaunlich. Ja, ja. Also, wenn du mich verlässt, komme ich mit. Erster Gedanke war, es geht bestimmt um Abhängigkeiten in Beziehungen. Und zweiter Gedanke, wenn du mich verlässt, komme ich mit. Ja. Genau. Was könnte es heißen, wer weiß, wohin ich alles mitgekommen wäre, wenn ich nach Trennungen weitergemacht hätte. Liege ich gar nicht so falsch, oder? Sagen wir mal so, es ist eine Metapher, wie ich so schön sage. Nein, es ist ja ein Bild für was. Ja. Das ganze Programm geht in diesem Fall wirklich mal weniger um Beziehungen, sondern es geht um diesen Gedanken, dass wir immer mehr im Leben hinnehmen. Wir gucken uns die ganze Ungerechtigkeit, die Umweltzerstörung an und irgendwie ist immer klar, ja, ist ja ungerecht, ja, scheiße, Trump macht hier gerade alle Klimageschichten rückgängig, ja, ist ja dumm gelaufen oder so. Und es gibt einfach wahnsinnig wenig, was wir selber ändern. Es ist vollkommen klar, wir können alles nachlesen, wir verbrauchen von den Rohstoffen, leben wir so, als stünden uns zweieinhalb Planeten zur Verfügung. Wir können nachlesen in den neuen Oxfam-Studien, 8 Menschen besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit. Letztlich ändern wir nichts. Und da gehöre ich auch zu. Bei mir kommt noch doppelt erschwerend hinzu, dass ich angehalten bin, mein Geld zu verdienen mit der Kritik an dem System, was nicht stimmt, von dem ich letztlich profitiere. Also als Kabarettistin. Ja, als Kabarettistin. Und ich glaube, dieses, wenn du mich verlässt, komme ich mit, das ist so ein Bild dafür, sich nicht alles immer bieten zu lassen und irgendwie mal zu sagen, ich bin Teil der Welt und ich habe auch eine gewisse Verantwortung und die nehme ich irgendwie auch mal wahr. Also das ist so ein Ausdruck dafür, mal irgendwas leidenschaftlich zu machen und eben nicht zu sagen, ja, wenn es dir lieber ist, will ich dir nicht im Wege stehen. Nein, wenn jemand geht, muss man sagen, ich möchte das nicht, du bleibst. Ja. Natürlich, wenn es stimmt, das ist natürlich klar. Deshalb steht hier auch weniger Demokratie wagen. Ja, das könnte jetzt auch in diesen Zeiten sehr doppeldeutig verstanden werden. Und ich bitte es natürlich richtig zu verstehen. Wenn man Tina Teubner kennt, dann versteht man es sicher richtig. Ich hoffe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese neue Doppel-CD von Tina Teubner gehört. Und das können Sie auszugsweise jetzt auch tun. Der Titelsong. Tina Teubner, mein Gast. Tina Teubner ist bei mir. Heute ohne Familie. Sie hat aber einen Mann und 2 Kinder und die hat sie relativ spät bekommen. Und gut, die kamen spät, aber wann konnten die sich drehen? Du spielst an auf eine Nummer. Ja, ich erzähle das, dass ich sozusagen die Enkel direkt bekommen habe und
beschreibe diesen Druck, dem Eltern oft ausgesetzt sind. Also diese Kinder kommen ja, weil sie wirklich extreme Wunschkinder sind und eigentlich nur noch zu uns kommen sollen, um glücklich zu sein und sich zu entfalten. Und erzähle dann halt, solange die nichts können müssen, ist alles im Lack. Aber wehe, das erste Kind im Bekanntenkreis hat sich vom Rücken auf den Bauch gedreht, dann geht eben der Stress los. Schon mit 4 Monaten, manche konkubieren darüber. 4 Monaten, ja genau. Und da habe ich dann mal gedacht, also Martin Schulz beispielsweise ist ganz bestimmt nicht Kanzlerkandidat geworden, weil die SPD rausgefunden hat, dass er sich im Alter von 4 Monaten gedreht hat und gesagt hat, na also das ist es doch, was die SPD braucht. Also ich glaube, dieser Druck immer, das Gefühl zu haben, man wisse ganz genau, was für die Kinder gut ist und wenn nicht das erreicht und das und dieses Gymnasium, Herrschaftszeiten, also. Manche überlegen schon, was das Kleine mal werden soll beruflich. Naja, ich meine, der Druck ist ja auch irgendwie nachzuvollziehen. Ne? Man erlebt sich selbst, ich hätte zum Beispiel früher immer gesagt, ach, die sollen glücklich sein. Ne? Und dann kommt man irgendwann nicht drum herum, dass man denkt, ach komm, wenn du das geschafft hast, dann hast du so viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, dieses Glatteis, auf dem man geht, ist schon das Gefühl, das Kind soll immer ein Individuum sein, aber es soll sich bitte nicht von den anderen unterscheiden. Ja, okay. Und da ist klar, das gibt für das Kind eine Schieflage. Ja. Warst du denn immer eine entspannte Mutter? Ja, ich bin immer eine entspannte, sympathische, gut aussehende, ausgeschlafene, erfolgreiche. Ja, selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Nein, aber deswegen ist das ja auch nur interessant. Also ich finde, letztlich möchte ich immer nur Kritik hören von Menschen, die auch irgendwas lieben oder sich befassen. Und von allen Kinderlosen mir immer sagen zu lassen, dass wir Eltern alle gestresste Helikoptereltern sind, das ist schwierig. Das Problem bei Kindern ist ja nicht dieser Erfolgsdruck. Das Problem ist ja, dass man die so wahnsinnig liebt. Und wenn man die liebt, dann gibt das halt, dann ist das ganz schwierig, wirklich hinzukriegen. Und man muss ja auch mal sagen, sie sind ja auch klein. Man muss ja sehr viel für sie machen. Und ab dem Tag der Geburt gehen die letztlich ihrer Wege. Und man muss ja diesen Balanceakt hinkriegen, wirklich für sie da zu sein und wirklich auch mitzukriegen, wann man im Zweifelsfall mehr für sie da ist, wenn man sie ein bisschen rollen lässt, drehen lässt, weggehen lässt. Ja. Das ist ja irgendwie so. Also ich meine, die Kinder sind ja, wie ich sagte, ich habe die Enkel direkt gekriegt, die sind ja noch nicht so groß. Aber so alt bist du nicht, Tina. Das klingt ja mit den Enkeln, das klingt ja jetzt, als wärst du uralt. Aber ich habe jetzt schon, also jetzt mal biologisch, wir müssen jetzt auch nicht über das Alter sprechen, aber können wir, ist mir auch egal. Aber ich habe die Kinder auf den letzten Metern gekriegt, das ist eine Tatsache. Mhm. Wie hast du das überhaupt hingekriegt? Kinder das Leben zu kriegen, als erfolgreiche. Soll ich dir da mal erzählen, wie man das macht im Domradio? Ja, gerne. Was wolltest du fragen? Wie hast du das hingekriegt, dieses Leben als Kabarettistin? Dein Mann ist mit auf Tour und trotzdem schreiende Babys zu Hause. Ich glaube, der ganz große Vorteil war der Nachteil, dass wir das zusammen machen und dass es nicht anders ging. Ich glaube, wenn ich einen Mann gehabt hätte, der das Geld verdient, dann hätte ich wahrscheinlich viel mehr gedacht, ach, jetzt da sein und die Kinder und soll ich in den Beruf und so, was ich total verstehen kann. Und bei uns war das einfach so, ich musste vor der Geburt 2 Monate vorher pausieren und 4 Wochen danach habe ich noch eingeplant und dann war klar, nach 3 Monaten, keiner verdient was, da muss man. Mhm. Und deswegen haben wir das mit ganz tollen Kinderfrauen von Anfang an durchgetaktet. Und da waren die, nee, das ist so, dann geht das auch leichter, wenn man sich gar nicht fragen muss. Und dann war klar, in den ersten Jahren waren die im Tuch hinter der Bühne, in der Pause habe ich gestillt. Mhm. Und dann sind wir da rumgezuckelt und wir sind, bis die zur Schule gingen, im Tourbus zusammen. Und jetzt, Gott sei Dank, sind die auf einer sehr liberalen, tollen Schule, die verstehen, dass man die manchmal noch mitnehmen muss. Und bislang können wir sie auch noch immer mal wieder mitnehmen. Das ist natürlich, im Gymnasium wird das anders. Wenn Sie Tina Turner live erleben, dann könnte es sein, dass die lieben Kleinen hinter der Bühne rumturnen. Wie alt sind Sie jetzt? Jetzt sind Sie 8 und 10. Mhm. Hier ist Musik von meinem Gast, Tina Turner, Mütter. Wer hätte das gedacht? Mein Gast, Kabarettistin Tina Turner, ist gar nicht immer lustig. Im Gegenteil, manchmal ist sie sogar so traurig wie Tom Waits, Pina Bausch und Fellini gleichzeitig. Wenn du auf die Welt schaust, ne? Hast du ja eben schon angedeutet. Ich glaube, jeder, der im Moment auf die Welt schaut, fragt sich, was da an Pointen zu holen ist. Mhm. Aber worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass ich auch mal eine Nummer gemacht habe. Also gut, die Welt ist nun mal das eine. Das ist ja einfach schrecklich. Da muss man jetzt nicht über Traurigkeit sprechen. Aber ich habe auch mal eine Nummer über die Schönheit der Traurigkeit gemacht.
Und da finde ich tatsächlich dieses Bestreben, sein Leben dauernd zu optimieren und so, das kotzt mich auf Deutsch gesagt einfach mal ziemlich an, weil ich denke, es gibt kein optimiertes Leben und es gibt auch kein effizientes Pusteblumenblasen. Und es gibt auch keine gewinnbringende Arschbombe, es sei denn, dein Sohn springt vom Fünfer auf Carsten Maschmeyer. Also das gibt's irgendwie nicht. Und mir geht das so, ich habe das Gefühl, ein wahrhaftiges Leben ist einfach sehr viel glaubwürdiger oder erstrebenswerter als ein optimiertes. Das ist immer die Frage, was ist der Preis dafür? Und ich kann zum Beispiel sagen, dass ich aus brüchigen oder traurigen Zeiten habe ich eine ganz andere Feinstofflichkeit oder auch ein Gefühl für andere Menschen. Oder ich habe dann plötzlich wiederum was erfahren, was ich so vielleicht an Zuwendung irgendwie nicht erfahren hätte oder so. Mhm. Man kann das nicht vergleichen. Und ich habe das einfach mal gesagt, was wäre die Welt ohne Schubert oder eben Tom Waits oder Pina Bausch? Dann gäbe es, wenn es die Traurigkeit nicht gäbe, dann gäbe es nur noch Fips Asmussen und die Zillertaler Schürzenjäger. Und, alles klar. Nein, und was spricht dagegen mal, wenn man traurig ist oder einen Menschen verloren hat, mal ordentlich traurig zu sein? Also immer dieses Gefühl, ist doch nicht so schlimm oder die Zeit wird's schon wieder gut machen. Ich glaube, wer zum Beispiel einen ernsthaften Verlust erlitten hat oder einfach traurig ist, dem wird das gar nichts sagen, außer eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, mir das anzuhören von dir. Mhm. Du stehst seit 25 Jahren auf der Bühne. Ich sitze auch viel auf der Bühne. Und sitzt, stimmt, du hast mal gesagt, du bewegst dich gar nicht so gerne auf der Bühne. Aber jetzt sitzt du vor einem Blatt Papier und es fallen keine Pointen ein, weil Syrien, Ukraine und Palästina tatsächlich auch die selbst beste Laune vergiftet haben. Was machst du dann? Also bei diesem Programm fiel mir das tatsächlich wahnsinnig schwer. Denn ich habe ja in diesen ganzen vielen, das ist das 14. Programm, und ich habe viele Themen, die Journalisten nennen das gerne Alltag. Ich sage immer, es ist das Leben. Also da war viel an Beziehungsfragen oder die Vergänglichkeit oder also Fragen, die mit Nähe oder Freundschaft oder sowas zu tun hatten. Die habe ich beackert und ich hatte plötzlich das Gefühl, diese politischen Fragen, die rücken wirklich in anderem Maße nahe. Ich war nie ein unpolitischer Mensch, aber ich habe so wahrgenommen, auch in meinem Umfeld, dass mit den Terroranschlägen und den ganzen Umweltkatastrophen, es lässt sich nicht mehr leugnen, das ist spürbar. Wenn hier sintflutartige Regenfälle sind, wenn klar ist, plötzlich Flüchtlinge kommen, und es werden im Übrigen noch mehr kommen. Also wenn da erstmal das Klima sich weiter erwärmt, sie werden kommen. Wir haben uns auseinanderzusetzen. Und das ist ja spürbar bei uns. Und damit kann natürlich ein Programm, dass ich die Liebe, der Liebe als widmet. Thema, ja. Der Liebe widmet. Wohlbemerkt muss ich auch sagen, auch da hatte ich immer das Gefühl, es ist letztlich die kleinste gesellschaftliche Zelle. Ich hatte immer die Hoffnung, dass man daraus den gesellschaftlichen Aspekt sieht. Aber ich konnte das irgendwie machen und das hatte eine gewisse Gültigkeit und ich hatte plötzlich das Gefühl, das geht nicht. Ich muss schon irgendwie thematisieren, dass ich mitkriege, was auf der Welt passiert. Und kann nicht immer nur in meinem kleinen, blöden Wohlstandsnest mit meinen Wohlstandsproblemen hier rumagieren. Das geht irgendwie nicht. Das kriegt was Ignorantes. Und dann geht es mir schon so, wenn man tagespolitisches Kabarett macht, dann muss man die Kamera auf Weitwinkel stellen. Ich muss vergröbern. Ich muss über die Amerikaner oder die Pegida, oder ich muss das vergröbernd erzählen. Ja. Und was mich interessiert und was ich, glaube ich, auch gut kann, das ist wirklich das Ranzoomen an jemand. Also ich würde eben viel interessanter finden, wer zum Beispiel ein Mensch ist, der das Gefühl hat, er hätte bei der Pegida eine Heimat, als zu sagen, die da. Das ist, ich finde das relativ langweilig. Und dann muss ich wieder an Menschen ranzoomen. Und dann bin ich plötzlich vielleicht bei dessen Kindheit oder in dessen Bildungssystem. Wie ist der da hingekommen? Ja. Und dann bin ich doch wieder an Menschen ran. Aber ich glaube, diesen Gedankengang, den musste ich mir einmal klar machen. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, ja, ich kann schreiben. Und ich kann die Welt sozusagen mit reinnehmen als Kulisse, vor der mein Leben stattfindet. Mhm. Aber in dem Bewusstsein, dass es die Welt dahinter gibt. Den Ton musste ich erstmal finden. Also ich fand das nicht einfach, dieses Programm zu schreiben. Ich habe tatsächlich 3 Jahre daran gesessen, um eben auch diese Melancholie über all das in Komik zu verwandeln. Und das bleibt am Ende immer noch die Aufgabe. Also ich bin Kabarettistin und ich habe überhaupt keine Lust da, den Leuten
zwei Stunden alles Schreckliche um die Ohren zu hauen und dann gehen die raus, betroffen und sagen, ist ja furchtbar, was soll man denn da machen? Sondern die sollen eher rausgehen und die sollen fiebern, also die sollen durchgeschüttelt sein, die sollen auch meinetwegen Tränen in den Augen haben oder wütend oder das Gefühl haben, irgendwas mache ich jetzt, irgendein Projekt mache ich jetzt. Mhm. Hilft der Glauben beim Verstehen solcher einer Welt? Also je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was stimmt oder was ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganze Welt und diese ganzen Zusammenhänge ohne eine größere Macht funktionieren. Das geht mir ganz klar so. Ja, also wie kann Gott das zulassen? Tja, das ist immer so eine Kinderfrage. Also ich weiß, mich hat mal sehr beeindruckt ein Interview mit einem Rabbi, der wurde eben genau das gefragt, der hatte seine Familie im Holocaust verloren, ist dann nach Amerika gegangen und er wurde eben genau das gefragt, wie können Sie denn glauben im Angesicht dieser Erfahrung? Und hat er ganz lange überlegt, es war auch einfach toll, dass das Fernsehen mal aushielt, dass also diese Kamera auf diesem uralten Gesicht ruhte. Und dann hat er gesagt, ich glaube nicht, dass das Leben ohne Glauben einfacher wäre. Und das fand ich einfach eine tolle Antwort, weil es natürlich... Damit hat er eigentlich nichts gesagt, außer dass man natürlich allein durch die Auseinandersetzung mit dem Glauben in die Pflicht genommen ist, selber für sein Handeln auch irgendwie verantwortlich zu sein. Es gibt ja auch sowas wie christliche Glaubenssätze oder christliche Nächstenliebe oder das gibt's ja einfach. Und natürlich. Ja, und das, je älter ich werde, muss ich sagen, aber da sprachen wir schon beim letzten Gespräch drüber, die Systemkritik, die kann mich immer mehr. Es leben hier immer noch 7 Milliarden Menschen auf der Erde, die sich Frieden wünschen. Und wenn jeder was dafür tut, dann wäre eine Menge geritzt. Also das ist so. Da kommt man auch nicht drum rum. Tina Teubner im Interview. Wir sprechen noch mehr gleich. Tina Teubner im Interview bei mir heute. Und ich würde gerne noch über was ganz anderes sprechen, über den Marmeladen. Terror. Du sagst, du magst keine Lebensmittel, die dich anspringen. Okay, das ist das Ende einer Nummer. Und da lästere ich so ein bisschen darüber ab, dass man immer Marmeladengeschenk kriegt und dass es inzwischen sehr viel mehr Menschen gibt, die Marmelade produzieren und verschenken möchten, als Menschen, die überhaupt noch Platz im Schrank haben. Da mache ich mich ein bisschen drüber lustig. Muss ich sagen. Ich auch. Sobald die Erdbeeren billiger werden, die Freilanderdbeeren, ne? Ja, ich sofort. Ich mache die auch. Natürlich mache ich. Und dann, doch. Ja, unbedingt. Und ich mache die gerne und ich esse die auch gerne. Aber man muss ja immer so Bilder finden, die eindrücklich sind. Und dieses Gefühl, dass die lieben Kinder eingeladen werden, die Abgasbrombeeren schön an der Bundesstraße einzusammeln und dann hier mit den Nacktschnecken und den Fröschen und den Rehen im Pürierstab durchegalisiert werden. Aber um das Gefühl zu haben, das haben wir ganz natürlich geregelt. Also das ist selber gemacht. Und das letztlich ist das natürlich ein Bild dafür, dass man wunderbar im Fernseher einen Film sehen kann über die ganze Zerstörung und die Eisschmelze in der Arktis. Ja. Und wenn man sich da ganz beschissen mitfühlt, dann zieht man wieder mit den Kindern los im selbstgeflochtenen Weidekörbchen und sammelt Brombeeren an der Bundesstraße ein. Und ich beende die Nummer zu sagen, ich fasse zusammen, ich möchte keine selbstgemachten Marmeladen und keine Kompötter. Und das heißt nicht, dass ich Gelee möchte. Ich mag per se keine Lebensmittel, die mich anspringen. Jetzt haben wir das geklärt. Erdbeer, Aprikosen, Kirschen und so. Dann habe ich aber gelesen, dafür spielst du singende Säge. Ja. Auf der CD. Nee, auf der Säge. Stimmt, aber die CD heißt, wenn du mich verlässt, komme ich mit. Wie hast du es gelernt? Wie lernt man das? Gibt es da so singende Sägeunterricht? Nee, aber ich habe tatsächlich jemanden gefragt, der das kann. Da gibt es eigentlich letztlich einen Trick. Also es gibt tatsächlich einen Trick, wie man die halten muss. Und dann muss man das einfach üben. Ich hatte das bei Pippi Langstrumpf gesehen, der Landstreicher spielt singende Säge. Ja. Konrad hieß er. Und das wollte ich immer machen. Und ich habe das vor 17 Jahren habe ich, oder 18 Jahren habe ich mir eine singende Säge gekauft. Habe ich geschenkt bekommen. Und ich rechne gerade, nur 7 Jahre der Karriere von Tina Teutner mussten ohne singende Säge auskommen. Ja, wenig. Genau. Mhm. Hast du jetzt einen Taschenrechner oder hast du dir sofort das abgeleitet? Ja, super, ja, toll. Ne? 25 Minuten. Also hier ist hoch, also kompetentes Personal hier im Domradio. Danke. Also man muss das einfach ein bisschen üben und dann geht das. Das Problem ist, die Töne zu trennen. Die jault ja immer so. Man macht einen Ton und dann biegt man die und dann geht das wie so eine Katze. Und man muss halt gucken, dass man die Töne trennt, sodass das einzelne Töne sind, dass man wirklich Melodien erkennt. Mhm.
können Sie hören auf der neuen CD. Wenn du mich verlässt, komme ich mit. Und Sie können Tina Turner auch live erleben. Jetzt haben wir die Termine. Nämlich morgen im Hofgartentheater in Aschaffenburg. Dann 6.4. Solingen, direkt zweimal in Brake. 12.13.4. 20.4. Rottenburg und 27.4. bis 29.4. in Mainz, dreimal im Unterhaus. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja. Tina Turner war das. Danke.